In diesem Video zeige ich dir, wie du diese herausragenden Croissant-Burger machst. Viel Spaß dabei! Für den Croissant-Burger brauchen wir natürlich Rinderhack. Dann habe ich hier selbst eingelegte Gurken. Das Rezept dazu findet ihr auf Instagram. Dann zwei Zwiebeln, dann ein bisschen Mayo, Ketchup, bisschen Senf. Dann so Burgerscheiben, zwei Croissants natürlich, bisschen Bacon. Und bei meinem Hackfleisch für die Burger-Patties mache ich noch ein kleines bisschen Thymian und Rosmarin dazu. Als erstes mache ich die Burgersoße fertig. Das ist mein ganz normales Grundrezept. Zwei Esslöffel Mayonnaise, dann ein Esslöffel Ketchup und ein Teelöffel Senf. Dann kommt hier noch ein bisschen Pfeffer dazu und noch eine Prise Salz. Und dann wird das Ganze einfach verrührt. Und fertig ist die Burgersoße. Die stelle ich jetzt noch mal kalt, die brauche ich erst später wieder. Dann nehme ich mir die Zwiebeln und schneide die in Streifen. Daraus mache ich Schmelzzwiebeln. Die Zwiebeln nehme ich dann und gebe sie dann mit ein kleines bisschen geklärter Butter auf die Grillplatte. Die Zwiebeln würze ich schon mal mit ein kleines bisschen Salz. Während die Zwiebeln vor sich hingaren, kann ich schon mal die Kräuter ein bisschen fein hacken. Hier schauen, dass man einfach die Blätter von den Stielen zieht. Wenn es geht, so wenig Stiel wie möglich drin. Ist nicht immer vermeidbar, aber die dann einfach fein hacken. Wenn ich die dann fein gehackt habe, dann gebe ich die einfach zum Hackfleisch dazu. Zum Hackfleisch gebe ich auch gleich so eine Prise Salz. Wenn die Zwiebeln dann soweit sind und auch eine schöne Farbe haben, dann nehme ich die runter. So sehen die fertigen Zwiebeln aus. Wenn ich das habe, stelle ich die zur Seite, nehme mir die Baconscheiben und brate die Baconscheiben noch an. So, wenn der Bacon dann eine schöne Farbe hat, dann nehme ich den auch runter. Die Baconscheiben, die lasse ich einfach noch ein bisschen auf dem Grill, auf einem Brenner, der aus ist, damit das Ganze hier ein bisschen warm bleibt. Wenn ich das dann habe, dann nehme ich mir das Hackfleisch, knete es einmal durch. Hier forme ich mir dann Kugeln raus. Gewicht würde ich sagen so 120 bis 150 Gramm die Kugel. Wenn ich das Fleisch für die Patties auch vorbereitet habe, nehme ich mir die zwei Croissants, halbiere die Croissants dann einmal in der Mitte. Es gibt auch die Variante von dem Burger, wo man zwei Croissants nimmt und dann die beiden smasht und die kurz auf der Grillplatte ein bisschen warm macht und dann eins für oben, eins für unten nimmt. Ich halbiere die jetzt aber. Ich glaube, so ist es besser, aber werden wir später sehen. Dann habe ich hier ein bisschen geklärte Butter und einen Pinsel. Hier pinsel ich die Hälften ein und gebe sie dann mit der Schnittfläche einfach kurz auf die Grillplatte. Die Buns habe ich jetzt auch fertig. Jetzt grillen wir nur noch das Fleisch an. Die Grillplatte habe ich jetzt ganz heiß. Mache hier nochmal ein bisschen Butter drauf. Nimm dann meine Fleischkugeln. Und smash die hier dann einfach gut. Gebe hier dann von der einen Seite schon mal ein bisschen Salz drauf. Würze die Patties dann von der anderen Seite auch noch mal mit Salz. Nehme mir den Bacon schon mal vom Grill, den brauche ich ja gleich zum Anrichten von den Burgern. Wenn die dann eine schöne Farbe haben, nehme ich sie runter. Mache die Burger dann in so eine Schale oder auf einen Ablagerost. Und lege hier dann einfach meine Cheddar-Scheiben drauf. So, in der Zeit, wo die zweiten Patties garen, nehme ich mir die Burgersoße und gebe hier auf das Unterteil gut was drauf. Schön verteilen. Kleines bisschen nach oben drauf. So sehen die Patties jetzt aus. Dann baue ich alles nur noch zusammen. Aber das kann ich gerade so lassen eigentlich. Das sollte genau hier drauf passen. Dann die Baconscheiben drauf. Dann die eingelegten Gurken. Die will ich aber erstmal probieren. Die habe ich nämlich erst neulich gemacht. Richtig gut geworden. Dann die Gurkenscheiben da drauf. Und fertig ist mein Croissant-Burger. Jetzt probiere ich auch mal einen von den Croissant-Burgern. Also der Burger schmeckt echt hervorragend. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Man hat natürlich die ganzen Burger-Komponenten, den Bacon, das Fleisch, die Zwiebeln, die Gurken, die schön durchkommen. Einfach wie bei einem anderen Burger auch. Aber dann hat man immer ein bisschen von dem Süßen und von diesem Blätterteig, von diesem Crunch. Und das passt super dazu. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber es ist auf jeden Fall ein Burgerrezept, das ich weiterempfehlen kann. Kann man ja auch einfach nachmachen. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.